Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Das ist inzwischen nun der vierte Anlauf für dieses Video. Dieses Video hatte ich versucht schon dreimal zu drehen. Die erste habe ich aus Versehen gelöscht, die zweite Version und dritte Version ist mir völlig missraten. Aber ich bin wild entschlossen zu diesem Thema, das ich mir vorgenommen habe, dieses Video zu drehen, also auf ein viertes Mal. Das Video läuft heute in der Rubrik der heiße Scheiß und ich habe Anschluss genommen bei der Auswahl des Themas Markt, Staat und der gute Unternehmer. Anschluss genommen an das letzte Video. Wir hatten uns ja beim letzten Mal beschäftigt mit Algorithmen, die Null als mathematische Zahl über Bagdad, einen arabischen Gelehrten, in den europäischen Raum über Leonardo da Pisa, genannt Fibonacci, nach Europa gelangt. Und eben dieser arabische Gelehrte war Stifter der Begriffe Algorithmus und Algebra. Nun, während des Videos hatte ich mir die Frage gestellt, ob es denn nun richtig sei, dass YouTube das Problem der immer krasser werdenden Videovorschläge, die sie seinen Konsumenten unterbreitet, durch das Danebenkleben eines Wikipedia-Artikels, abmildert, wo ein Video über eine Verschwörungstheorie, bei der man wohl am Schluss endet, wenn man alle Vorschläge folgt, eben durch einen Wikipedia-Artikel widerlegt wird und eben somit die Arbeit dieser Freiwilligen, die an dieser Enzyklopädie, an diesem Gesamtwerk arbeiten, für eigene Zwecke, für wirtschaftliche Zwecke nutzt. Und die Dinge haben sich, im Raum der Wirtschaft in den letzten Tagen äußerst überschlagen. Mark Zuckerberg, Facebook, das wird euch viel mehr als mir ein Begriff sein. Es ist ja dort passiert, dass Daten abgesaugt wurden von vielleicht 50 Millionen Usern. Und Herr Zuckerberg hat sich dann hingestellt, nachdem er etwas auf Tauchstation gegangen war und hat gesagt, sich entschuldigt für diese Panne und gesagt, man werde weiter allerdings ein gutes Unternehmen sein und seine Ziele, die Gesellschaft voranzubringen als Unternehmen und die Menschen zufriedener, glücklicher und besser zu machen, weiter verfolgen. Ich habe euch in die Playlist mal ein Video von Herrn Zuckerberg gestellt. Das ist ein Video über seine Rede in Harvard, einer berühmten Universität in Amerika, in den USA. Und dort sagt er im Wesentlichen eigentlich zwei Dinge. Facebook ist ein tolles Unternehmen, welches die Aufgabe hat, die Menschen besser zu machen, die Gesellschaft zu einer besseren Gesellschaft zu machen und insgesamt für eine glücklichere Welt zu sorgen. Das sei die Aufgabe von Facebook, und er erwähnt, dass er selber sehr viel Geld gespendet hat. Das sind so die Kernaussagen in dieser Rede, die ich mir mal angeschaut habe daraufhin, und gleichzeitig entnehme ich den Zeitungen, dass Facebook vehement gegen Verschärfung des Datenschutzrechts in Kalifornien kämpft. Da habe ich mir dann letztlich die Frage gestellt, das ist doch, welche Rolle hat eigentlich ein Unternehmen in einer Gesellschaft? Was hat es zu tun und zu lassen? Welchen Stellenwert hat ein Unternehmer und ein Unternehmen in einer Gesellschaft? Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Geschäftsmodell von Facebook eigentlich so, dass die einen riesigen Fernsprechapparat betreiben, wo sich die Leute sozusagen anschließen können, ohne Geld dafür zu bezahlen. Also dieser riesige Fernsprechapparat wird umsonst zur Verfügung gestellt. Allerdings müssen sich die Leute bei ihren Gesprächen dann belauschen lassen und die Gespräche werden alle mitgeschnitten. Und das wird dann an Unternehmen verkauft, diese Mitschnitte, die dann gezielt Werbung machen können gegenüber den Leuten, die miteinander sprechen, weil sie aus den mitgehörten Gesprächen bestimmte Vorlieben
erkennen können. So sozusagen in eine frühere Welt übertragen, stelle ich mir Facebook oder das Geschäftsmodell von Facebook vor. Sie nehmen also Geld ein für belauschte Gespräche, wobei die Bürger, die das System eben nutzen, ihre Zustimmung letztlich geben dazu, dass ihre Gespräche belauscht werden, im Gegenzug dafür, dass sie dieses System für umsonst zur Verfügung gestellt bekommen. Nun gut, also hatte ich mir jetzt zum Thema gemacht heute, was hat ein Unternehmen in der Gesellschaft eigentlich für eine Aufgabe, was muss es tun? Und da hat der sogenannte Neoliberalismus eine sehr klare Aussage dazu. Und ich will euch zu dieser bis vor kurzem vorherrschenden Wirtschaftslehre, die alle unser Leben bestimmt hat, in letzter Zeit ein bisschen was dazu erzählen, wo diese Lehre herkommt und was Inhalt der Lehre ist, auch in Bezug, was ein Unternehmen zu tun und zu lassen hat in einer Gesellschaft. Die Idee, oder derjenige, der sich mit der Frage beschäftigte, was hat ein Unternehmen zu tun in einer Gesellschaft, war Friedrich August von Hayek, ein österreichischer Wirtschaftsprofessor, der hatte sich mit der Frage beschäftigt. Er erhielt später dann 1974 den Nobelpreis. Ich halte hier mal ein Bild in die Kamera. Das ist Friedrich August von Hayek. Das ist ein sehr schönes Bild. Er erhebt ein kleines Likörgläschen und grüßt mit erhobener Hand wahrscheinlich Gratulanten, die ihm zum Geburtstag oder zu irgendeiner Festlichkeit, Feierlichkeit gratulieren wollen. Er schrieb 1944 ein Buch und das bahnbrechend war Der Weg in die Knechtschaft, heißt dieses Buch. Seine These, die er dort aufstellt, ist, dass ein freier Markt immer weitaus bessere Ergebnisse erzielen wird bei der Vermehrung des Wohlstandes, bei der Verteilung der Güter, als es eine Planungsbehörde, sei sie auch noch so groß, je könnte. Vielleicht die Eltern von euch, die in der DDR aufgewachsen sind, kennen sozusagen Riesenplanungsbehörden für die Wirtschaft. In der DDR war es eben so, dass der Staat bestimmte gegenüber den Unternehmen, was diese zu produzieren hatten. Sie hatten also anhand statistischer Zahlen ausgerechnet, was wohl der Bedarf in der Bevölkerung sei und gaben dann den Unternehmen die Aufträge zur Produktion einer bestimmten Menge eines bestimmten Gutes. Was letztendlich aber dazu führte, dass es im Winter nur Sommerschuhe gab im Angebot und im Sommer nur Winterschuhe. Also es ist natürlich überzeichnet, aber letztlich der Untergang des Kommunismus, der Untergang der DDR als Staatsform war letztlich maßgeblich wirtschaftlich ausgelöst. Also die These von Hayek, ein Markt oder sagen wir die Vorgänge in einer Gesellschaft, wo man Güter und Waren und Dienstleistungen und Arbeitsleistungen austauscht, sind derartig komplex, dass sie nie von einer Planungsbehörde korrekt erfasst werden können. Während demgegenüber der freie Markt, der freie Austausch von Gütern und Dienstleistungen und vor allem die Preisbildung als Merkmal für Angebot und Nachfrage, das sei eine riesige Informationsverarbeitungsmaschine, die sozusagen funktioniert, ohne dass irgendeiner regulierend eingreifen muss, einfach aufgrund des Mechanismus von Angebot und Nachfrage und der Preisbildung. Das zeigt eben an, wo die Nachfrage am größten ist und wo die Güter, die produziert werden, am nötigsten gebraucht werden. Das ist dieser Preismechanismus. Und der funktioniert, ohne dass groß geplant wird, sondern weil die Leute einfach frei auf einem Marktplatz untereinander aushandeln, was sie kaufen und verkaufen möchten. Das war also die Theorie von Hayek, die er 1944 in seinem Buch aufgestellt hat. Und er hat die sehr, wie soll ich sagen, radikal formuliert. Man muss sich auch vorstellen, 1944 war über einen langen Zeitraum in vielen europäischen Staaten, waren ja Diktaturen am Werke, die im Bereich der Wirtschaft äußerst lenkend eingegriffen haben. Also eben der Kommunismus in Russland, dann natürlich in Deutschland, der Nationalsozialismus, Mussolini herrschte in Italien. Aber auch in anderen Ländern gab es eher Tendenzen dazu, dass der Staat regulierend eingreift, denn
Es war ja auch schließlich davor schon die Weltwirtschaftskrise und da war eben die führende Theorie, dass wenn zum Beispiel hohe Arbeitslosigkeit herrscht, dass man dann als Staat hingeht und Aufträge vergibt für den Bau von Dämmen, von Flughafen, von Autobahnen, von Infrastrukturanlagen. Dadurch erhalten die Unternehmen Aufträge, können Gewinne machen, können Arbeitnehmer einstellen, Arbeiter einstellen. Diese kriegen Geld, diese können sich wieder Güter kaufen und so zieht man sich sozusagen im eigenen Schopf aus dem Sumpf. Das war die führende Theorie in der Zeit vor 1944, wo Hayek sein Buch schrieb. Und die wurde vertreten insbesondere von einem englischen Wirtschaftswissenschaftler, Keynes heißt der, und sozusagen gegen diese herrschende Meinung in der Wirtschaftswissenschaft stellte sich Hayek und gegen den damals eben vorherrschenden politischen Trend, freie Märkte eher nicht zuzulassen, sondern stark einzugreifen und Preisregulierungen vorzunehmen. Das Gegenkonzept 1947 wurde, also nicht Gegenkonzept, aber ein abgeschwächtes Konzept wurde in 1947 in Deutschland eingeführt und zwar durch Ludwig Erhard. Der lebte von 1897 bis 1977. Er war von 1949 bis 1963 Wirtschaftsminister in Deutschland und von 1963 bis 1966 sogar Bundeskanzler und er gilt als der Vater des Wirtschaftswunders. Hier sehen wir Ludwig Erhard mit seiner dicken Zigarre und er hält ein Buch in der Hand, das damals sehr viel gelesen wurde. Wohlstand für alle hieß es. Ist natürlich ein Bombenversprechen. Und Ludwig Erhard führte den Begriff der sozialen Marktwirtschaft ein und wollte so den Deutschen, die also schon seit sehr, sehr vielen Jahren keine freie Wirtschaft mehr kannten, sozusagen die Marktwirtschaft, den Markt schmackhaft zu machen und er milderte sozusagen die rauen Winde, die mit einem Markt verbunden sind, der Wettbewerb, jeder kämpft gegen jeden, jeder versucht jeden auszustechen, die versuchte er eben, oder dieses Bild des rauen Marktes durch eben das Wort soziale Marktwirtschaft etwas milder abzumildern. Nun ist es tatsächlich so, dass Hayek gar nicht so unaufgeschlossen war für die Idee, die Ludwig Erhard verfolgte, eben ein so Tropfen soziales Öl in diesen bitteren Wettbewerb auf einem Markt zu gießen und für Ausgleich zu sorgen und für Rahmenbedingungen. Nur sagte er, wenn man den Begriff sozial vor den Begriff Markt hängt, dann ist das Einfallstor für alles möglich und am Ende landet man doch wieder bei der staatlichen Planung all und jeden Wirtschaftslebens in der Gesellschaft und es sei eben sehr gefährlich. Umgekehrt auch ist es natürlich auch wiederum so, dass Keynes, als er sich die Theorie von Hayek anschaut, also Keynes, der Befürworter der Staatsausgaben in Krisenzeiten, und als er sich das anschaute, was Hayek geschrieben hatte, sagte er auch, es ist im Grunde genommen ein völlig logisches Konzept und entspricht der Wirklichkeit, wie ein Markt letztlich funktioniert, aber es ist eben nicht eine vollständige Beschreibung des Wirtschaftens in einer ordnungsgemäßen Gesellschaft. Nun, jedenfalls die soziale Marktwirtschaft bestimmte lange Zeit das Wirtschaftsleben in Deutschland. Ich habe euch das mal hier im Grunde genommen auf einer Übersicht versucht aufzuschreiben, wie der ganze Mechanismus eigentlich funktioniert zwischen den verschiedenen Theorien. Im Grunde genommen stehen sich in einer Gesellschaft der Unternehmerbürger und hier unten der Konsumentenbürger gegenüber. Und jetzt ist die Frage, wo stehen die sich gegenüber, auf welcher Art von Marktplatz? Wie dieser Marktplatz strukturiert wird, entweder hier völlig als unfreier Markt, das heißt der Staat reguliert alles, das ist so staatliche Planwirtschaft, oder dann immer mehr Platz dem freien Markt gewährend und der Staat zieht sich immer weiter zurück bis hin zur völlig freien Marktwirtschaft, wo der Staat nur noch ganz, ganz wenige äußere Rahmenbedingungen setzt und ansonsten die Unternehmer mit den Bürgern völlig unreguliert
agieren und austauschen. Welche dieser sozusagen Formen der Marktfreiheit eine Gesellschaft sich gibt, wird letztlich durch Wahlen bestimmt. Der Unternehmerbürger hat eine Stimme, der Konsumentenbürger hat eine Stimme und dann über Wahlen wird eben sozusagen bestimmt, welches dieser verschiedenen Marktformen man eingehen möchte. Naturgemäß wird man wahrscheinlich dann so immer in der Mitte irgendwo landen, aber wir werden später sehen, dass versucht wurde, das in Richtung freier Markt zu verschieben. Hier drüben wird man als Bürger, der wählen darf, wohl kaum freiwillig wählen, weil das ist die totale Erstickung jeglicher Initiative durch einen alles regulierenden Staat. Nun, jetzt ist es natürlich so, es gibt auch andere Wirtschaftsformen, die jetzt sozusagen nicht hier in einem dieser Schemata einzuordnen ist, aber die haben dann nichts mehr mit Wahlen zu tun. Also zum Beispiel, wenn wir uns China anschauen, dort gibt es natürlich Unternehmer, sehr viele Unternehmer, milliardenschwere Unternehmer, Unternehmer, die sich in die deutsche Automobilindustrie einkaufen, die deutsche oder europäische Schlüsselunternehmen kaufen. Das sind also wirklich schwerreiche, aktive Unternehmer. Nur der Unterschied ist letztlich der, dass in China sozusagen hier drüben der Strang abgeschnitten ist. Hier gibt es keine Wahlen, sondern die Partei und die Staatsführung wird sozusagen bürokratisch bestimmt aus sich selber heraus, werden immer sozusagen in der Partei die Nachfolger gewählt. Aber es finden keine freien Wahlen der Bürger statt und der Deal ist, stört uns, also wir stören euch als Staatsführung nicht in euren Geschäften großartig, aber ihr dürft sozusagen in anderen Dingen überhaupt nicht mitbestimmen. Ihr dürft nicht durch Wahlen unser politisches System beeinflussen wollen. Dafür geben wir euch unternehmerische Freiheit, solange ihr nicht unsere Kreise stört. Also das ist sozusagen eine Marktwirtschaft, ohne dass die letztlich durch Wahlen, durch demokratische Wahlen sozusagen vorherbestimmt ist oder gewählt wurde. Gut, dies zu unserem den verschiedenen Varianten, die es da letztlich dann so gibt, in grafischer Form. Jedenfalls, Hayek hatte großen Einfluss und es kam bei den liberalen Wirtschaftswissenschaftlern, die eine Vereinigung hatten, liberale Wirtschaftswissenschaftler waren also diejenigen, die sehr stark die gute Funktionsweise oder die wohltuende Funktionsweise eines Marktes propagierten. Da kam es zu einer Spaltung zwischen einer amerikanischen und einer deutschen Linie. Die amerikanische Linie unter der Führung von Hayek war weitaus eher Richtung freie Märkte, während die deutsche Wirtschaftswissenschaft eher in diese soziale Marktwirtschaft tendierte, also schon, dass der Staat eingreift und strenge Rahmenbedingungen und Schutzmechanismen erlässt, damit der Markt ordentlich funktioniert. Das nennt man Ordoliberalismus und so spaltete sich dann die liberale Wirtschaftswissenschaft in einen amerikanischen und einen deutschen Zweig. Hayek beließ es nicht dabei, nur die Theorie des freien Marktes aufzustellen, sondern er war dann auch in der Politikberatung tätig. Er beriet zum Beispiel Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, eine englische Premierministerin, sorgte, nachdem sie gewählt wurde, für einen höchst brutalen Abbau der Regulierungen des Marktes in Großbritannien und sie versuchte auch insbesondere die Macht der Gewerkschaften zu brechen. Dies gelang ihr auch und England, das vorher selbst unter wohlmeinenden Beobachtern als überreguliert galt, war dann plötzlich das Wunderland des freien Marktes. Die Finanzindustrie wurde liberalisiert
Und man nannte das Big Bang. Und seitdem ist sozusagen London das Finanzzentrum. Es war natürlich auch vorher schon groß, aber London wurde wirklich das überragende europäische Finanzzentrum, weil eben die Regulierung so zurückgeschraubt wurde. Deutschland folgte dann später, ein paar Jahre später, nachdem man sah, dass das in England wohl funktionierte. Seit 2007 wissen wir, dass das ein Irrtum wohl war. Jedenfalls, er ging in die Politikberatung und hatte da auch sozusagen in der praktischen Tätigkeit großen Erfolg. Nun hat dieser Hang zum freien Markt hatte natürlich dann sozusagen jemand, der das noch verschärfter verfolgte, und das war Milton Friedman. Ich halte mal ein Bild von ihm in die Kamera. Das ist Milton Friedman, Professor in Chicago. Von 1912 bis 2008 lebte er, und 1976, also zwei Jahre nach Hayek, erhielt auch er den Nobelpreis für Wirtschaft. Und daran sieht man sozusagen die Stimmung der Zeit, dass zwei Leute, die sehr stark den völlig freien oder den freien Markt propagierten und vertraten, dass die dann kurz aufeinander folgend den Nobelpreis bekamen. Ich habe euch zu beiden, zu Hayek und zu Friedman, Videos reingestellt in die Playlist. Könnt ihr euch mal angucken. Die Qualität ist sehr schlecht. Das sind halt alte Fernsehaufnahmen von Diskussionen, wo beide Professoren so einen Teil ihrer Thesen dann vortragen. Das ist ganz interessant. Und Milton Friedman setzt den Ansatz von Hayek vor, und er sagt sozusagen mit Blick auf die Bösartigkeit des Menschen, weniger auf mangelnde Effizienz einer Planungsbehörde gegenüber der Funktionsweise eines Marktes, sagte er, also eher mit Blick auf den menschlichen Charakter als solchen, wo findest du die Enge, die unsere Gesellschaft für uns organisieren? Also sagte er, da wir Menschen keine Engel sind, auch die Bürokraten in den Planungsbehörden eigennützige Ziele verfolgen mit ihrer Planung und mit der Ausdehnung des Staates in den Bereich des Wirtschaftens hinein, diese Bürokraten, der Staat als solches sei um keinen Deut besser als die Unternehmer. Also man solle sich nicht einbilden, dass die Staatsbediensteten, die Politiker, hehre Ziele nur verfolgen, sondern die sind genauso gierig und genauso auf Macht versessen wie jeder andere Bürger, auch Unternehmer. Also von daher soll man sich da keine Illusion machen. Der Markt ist wenigstens neutral, aber der Staat jedenfalls verfolgt da auch seine Eigeninteressen, die nicht immer gut sind. Und so soll sich der Staat eben nur auf so Rahmenbedingungen konzentrieren wie Recht und Ordnung, Justiz, Monopole bekämpfen, und sollte, wenn die private Wohltätigkeit durch Spenden nicht ausreicht, durchaus dann auch Sozialmaßnahmen veranlassen, sozusagen um die Lücken zu stopfen, wenn nicht genug wohltätige Spender tätig sind. Also für ihn war Leitmotiv die Freiheit. Alles, was die Freiheit einschränkt, ist schlecht. Und diese Umverteilung in einem Wohlfahrtsstaat, dass die Reichen über die Steuern viel Geld abgeben, um den Ärmeren und Benachteiligteren zu helfen, das sei letztlich ein Betrug an der arbeitenden Bevölkerung, der nur letztlich der Bürokratie nutzt. Denn er hat dann sozusagen mal ganz deutlich gesagt, naja, wenn man in Amerika alle Wohlfahrtsgeldströme zusammenzählt, der an die Bedürftigen ausgegeben wird, dann müssten diese Bedürftigen bereits mindestens das Einkommen haben eines Durchschnittsbürgers, wenn nicht sogar das Doppelte. Also, und dann sagt er natürlich dann weiter, naja, da seht ihr ja, das ganze Geld, das sozusagen den arbeitenden Bürgern aus der Tasche gezogen wird, versickert in einer Wohlfahrtsbürokratie, in Personal, in Ausstattung,
da würde es eben versickern und käme letztlich doch nie beim Bürger an. Und er hat es ziemlich, ziemlich deutlich gesagt, also die Leichtigkeit des Geldausgebens nimmt in 4 Stufen ab. Eigenes Geld für sich ausgeben, da tut man sich noch sehr schwer. Eigenes Geld für andere ausgeben, das fällt einem vielleicht schon etwas leichter, weil man sozusagen Menschenfreund ist. Anderer Leute Geld für sich auszugeben, ist dann noch leichter, fällt einem das. Also man geht auf Firmenkosten schick essen oder fährt Taxi auf Firmenkosten. Und am leichtesten würde fallen, anderer Leute Geld für andere auszugeben. Also der Staat, die Politiker greifen in die Taschen der Bürger, holen das Geld raus und verteilen es dann an andere Bürger, die das Geld notwendig haben. Und lassen sich dann von diesen beklatschen. Das sei wohl die leichteste Art des Geldausgebens. Das ist eine äußerst pointierte oder ziemlich deutliche Darstellung seiner Meinung zum Wohlfahrtsstaat. Und er sagte nun zum Unternehmer, damit kommen wir jetzt so ein bisschen in die Richtung, um die es mir heute geht, die soziale Verantwortung des Unternehmers ist es, seine Profite zu vergrößern. Punkt. Also, ein Unternehmer hat die Aufgabe, in einer freien Gesellschaft, in einer marktwirtschaftlich orientierten Gesellschaft, so viel Gewinne zu machen, wie es ihm die Rahmenbedingungen, wie ihm es das Gesetz, Recht und Gesetz erlaubt. Das ist seine soziale Aufgabe. Dadurch mehrt er den gesamten Wohlstand der Bevölkerung. Natürlich wird er sozusagen überproportional reicher dadurch. Aber das Geld, das er sozusagen zusätzlich verdient als Person, als Unternehmen, das wird ja auch sozusagen wieder zurückfließen in die anderen Bevölkerungsgruppen. Denn ein reicher Unternehmer stellt, was weiß ich, einen Gärtner an, der baut sich eine Villa, die er Bauarbeiter braucht. Er stellt sich einen Fahrer an. Also so würde dann das Geld, das er sozusagen durch die insgesamt erfolgende Vermehrung des Reichtums einer Gesellschaft, wo er den größten Teil dann sozusagen selber abkriegt, dieser Teil würde dann wieder zurück in die anderen Bevölkerungsgruppen fließen. Trickle down, also runtertröpfeln, nennt man diese Theorie. Nun sagt er aber allerdings auch recht deutlich, mit einigen rühmlichen Ausnahmen sind Geschäftsleute für die freie Marktwirtschaft im Allgemeinen, aber dagegen, wenn es um sie selbst geht. Also nochmal, mit einigen rühmlichen Ausnahmen sind Geschäftsleute für die freie Marktwirtschaft im Allgemeinen. Aber dagegen, wenn es um sie selbst geht. Also er sagt, einem Unternehmer kommt es nicht darauf an, dass der Markt als solches frei ist. Das ist für ihn eigentlich völlig irrelevant. Ein Unternehmer ist auch in jeder anderen Marktform sozusagen zu Hause und geht da seinen Geschäften nach. Beispiel ist zum Beispiel ein Unternehmer geht es mit seinem Unternehmen schlecht. Was macht er als allererstes? Er schreit nach Subventionen vom Staat. Also da sagt natürlich Friedman, also macht euch keine Illusionen über Unternehmer. Denen geht es nicht um die Freiheit als solches, symbolisiert durch die freie Marktwirtschaft, sondern denen geht es um den Gewinn. Aber das ist auch nicht schlimm. Also der Unternehmer durch seinen Drang zum Gewinn, den er verfolgt, nützt der gesamten Gesellschaft eigentlich am meisten. Also kann er durchaus stolz sein, wenn sich ein Unternehmer hinstellt und sagt, ja, ich möchte Geld verdienen und ich möchte so viel Geld verdienen, wie ich kann. Und das ist seine Rolle in einer Marktwirtschaft und nichts anderes. Und man soll eben auch nicht glauben, dass der Unternehmer sozusagen die Marktwirtschaft als solches nun, dass das sein Heiligtum ist. Also, wie gesagt, das Beispiel der Subvention, des Schreiens nach Subvention und Hilfe an den Staat, wenn es einem dreckig geht, ist eben das beste Beispiel dafür, dass es dem Unternehmer eigentlich immer nur ums Geld verdienen geht und nicht um sonstige hehre Ziele. Gut, und China ist ja, wie gesagt, das beste Beispiel dafür. Da gibt es hochgradig erfolgreiche Unternehmer, die sich auf das Arrangement mit dem Staat eingelassen hat. Ihr Unternehmer könnt machen, was ihr wollt, aber ihr bestimmt nicht die Leitlinien der gesamten Politik. Das machen wir als Partei. Nun, nochmals zu Zuckerberg. Was hat er, wie gesagt, in dieser Harvard-Rede, die ich euch auf die Playlist gestellt habe, gesagt?
wir sind ein gutes Unternehmen, wir bringen die Menschheit durch unsere Tätigkeit als Facebook, bringen wir uns die Menschheit weiter. Die Menschheit wird schlauer, besser, klüger durch uns und das hebt sozusagen das gesamte Niveau der Gesellschaften auf der ganzen Welt. Wir sind also ein sehr gutes Unternehmen im moralischen Sinne. Was hätte Friedman dazu gesagt? Bullshit. Wahrscheinlich hat er sogar noch gesagt, dangerous Bullshit, also gefährlicher Quatsch. Dann sagt Zuckerberg noch, wir spenden viel, ich als Privatperson. Da hätte Friedman gesagt, na prima, dann muss der Staat schon nicht mehr so viel ausgeben für diese Bereiche, wo Zuckerberg gespendet hat. Tatsächlich hat er 3 Milliarden Dollar gespendet, also das ist schon ein enormer Betrag, den er da zur Verfügung, der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt hat. Ich will euch jetzt allerdings noch ein Beispiel dafür bringen, warum man vielleicht auch spenden kann. Ich will jetzt Herrn Zuckerberg nichts unterstellen, aber es gibt ein sehr markantes Beispiel dafür, wie man versucht, bedenkliches Verhalten als Unternehmer durch reichliches Spenden, zu verdecken oder sich Reputation zu erkaufen. Und zwar geht es um die Familie Sackler. Das Ganze endet jetzt dann damit, dass Donald Trump als Präsident in Amerika den nationalen Notstand verhängt hat wegen einer Drogenkrise. Das ist sozusagen das Ende der Geschichte, die ich jetzt erzählen werde über die Familie Sackler. Das hier ist Arthur Sackler, ein amerikanischer Unternehmer, ein älterer Herr, gediegen, lächelt freundlich in die Kamera. Hinter ihm sind Antiquitäten, asiatische nehme ich mal an. Also das ist ein Bild von einer Homepage des Smithsonian Museums. Das ist ein hochrenommiertes amerikanisches Naturkundemuseum. Also weltberühmt ist dieses Museum. Und diese Familie Sackler, Arthur Sackler, hatte ich euch gezeigt gerade, waren 3 Brüder und das waren äußerst intelligente Chemiker. Die kauften sich dann eine kleine Produktionschemie, also Pharmaproduktionsfirma, und die erfanden dann ein Schmerzmittel 1996. Oxycontin heißt das. Das ist eingeführt worden in Amerika in den Markt als Schmerzmittel. Unter dem Hinweis geringe Suchtgefahr. Das war natürlich dann durchaus ein Kaufsignal für Schmerzpatienten. Man selber wurde auch lieber ein Mittel kaufen, wo drauf steht geringe Suchtgefahr, als überhaupt nichts drauf steht. Generell weiß man, dass Schmerzmittel, Opiate, die Gefahr bergen, zu einer Abhängigkeit zu führen. Also wählt man doch lieber ein Produkt, wo drin steht geringe Suchtgefahr. Nun war das Problem das, dass man diese Pillen ganz leicht zermahlen konnte. Und dann wurde das Opium, ich nenne es mal Opium, ich kenne die chemische Substanz nicht, freigesetzt und entfaltete eine berauschende Wirkung. Also man ging zum Arzt, ließ sich was verschreiben, gegen Schmerzen im Knie, ging heim, zerstampfte die Pillen, schluckte dann das Zermahlene und hatte dann die perfekte Droge. Diese Familie Sackler startete für ihr Schmerzmittel dann eine riesige Marketingkampagne. Die Ärzte wurden, kann man sagen, bestochen. Ja, wahrscheinlich kann man sagen, bestochen. Sie kriegten Vergünstigungen für jede Packung Schmerzmittel, das sie da verkauften. Und es entstanden sogenannte Pillenmills, Pillenmühlen. Es hieß, Ärzte oder Apotheker waren spezialisiert darauf, sozusagen auf die Schnelle diese Rezepte auszustellen. Teilweise ging das, glaube ich, sogar auch über, per Videokamera, dass ein Patient sagte, ich habe hier Schmerzen, schwupps, kriegte er per Fax sein Medikamentenrezept zugefaxt und ging dann in die Apotheke oder wo immer man in Amerika dann da die Schmerzmittel bekam und holte sich die Schmerzmittel. Und so wurden in Amerika immer Menschen abhängig von diesem Schmerzmittel. Man nannte das Hillbilly-Heroin. Hillbilly ist
ein Begriff, den würde ich übersetzen mit Hinterwäldler. Und zwei Gegenden in Amerika sind davon bis heute schwerst betroffen, und zwar das sogenannte Rust Belt und es sind die Appalachen. Da will ich euch kurz mal schnell zeigen, wo die in Amerika sind. Wir malen Amerika uns mal schnell auf. Amerika auf der Pazifikseite beult sich so ein bisschen aus und geht dann hier runter nach Mexiko. Hier kommt ein Einschnitt, hier runter geht es nach Mexiko. Hier kommt Mexiko sozusagen wieder hoch, geht hier rüber Richtung Florida. Hier kommt Florida, dann geht Amerika, glaube ich, so hier so hoch. Hier kommt der St. Lorenz-Strom so rein. Naja, so ganz stimmt es nicht. Aber dann sind hier die großen Seen, ich glaube, es sind fünf große Seen. Detroit liegt hier, Chicago liegt hier. Wir haben also, die Grenze verläuft ungefähr so nach Kanada. Die macht dann hier so einen leichten Bogen. Dann ist hier oben also Kanada. Hier unten ist die Grenze zu Mexiko. Und dann tragen wir einfach mal ein paar Städte wieder ein. Was weiß ich hier? Los Angeles. Da oben etwas höher ist San Francisco. Der Mississippi fließt hier so runter. An der Mündung des Mississippi, kann man das erkennen? Ja, an der Mündung des Mississippi liegt New Orleans. Hier ist St. Louis, das Tor zum Westen. Hier ist also so ungefähr jedenfalls, glaube ich, Chicago, Detroit. Dann kommt hier drüben New York. Hier unten ist Miami, es ist also Florida. Hier unten ist dann irgendwo dann Kuba. Washington ist weiter im Süden, Richmond. Und die südlichen Städte kommen dann hier alle nach unten. Und jetzt gibt es dann eben die Gebirgszüge. Das kann man sich auch gut merken. Wenn man hier drüben, hat man dann natürlich hier drüben diese riesigen Rocky Mountains. Und man hat hier drüben einen weiteren Gebirgszug, das sind die Appalachen. So, und wo ist jetzt diese Schmerzmittelseuche, die den Präsidenten bewogen hat, den nationalen Notstand auszurufen, aufgetreten? Im sogenannten Rust Belt. Der Rust Belt, früher nannte man das Manufacturing, also Werkbank sozusagen Amerikas, der ist hier unterhalb der großen Seen. Detroit, Automobilstadt, kennt man, hat früher die, oder immer noch, werden da die amerikanischen Autos gebaut. Das ist also der Rust Belt, so wird der genannt, Rostgürtel. Und dann gibt es eben hier diesen Gebirgszug, die Appalachen, dieses Hillbilly-Land, also Hinterwäldlerland. Da waren in Amerika die ganzen Minen, Kohleminen und die sozusagen den Rust Belt mit Kohle und Stahl versorgten. Nun gerieten natürlich im Strukturwandel, wir kennen das alle, die Stahlindustrie, Kohlegruben, das alles verschwindet immer mehr oder verschwand immer mehr. Ebenso die Produktionsanlagen verschwanden auch. Und das führte natürlich, wie soll ich sagen, in dieser Gegend natürlich zu großen Depressionen unter den Menschen. Und die waren natürlich dann auch besonders anfällig sozusagen für Rauschmittel. Und deswegen wurde das da auch besonders viel genommen. Und es wird eben Hillbilly-Heroin genannt, weil hier die Leute, die hier leben, als Hinterwäldler bezeichnet wurden. Ich habe euch ein Video auch drauf gestellt auf die Playlist. Das ist eine Aufnahme von 1964. In den Appalachen, also in diesem Gebirgszug, wo die traditionelle Musik und der traditionelle Tanz dieser Gegend aufgenommen wird. Das ist wirklich ganz bezaubernd, das mal anzuschauen, das lohnt sich. Nun gut, also hier bricht dieser nationale Notstand aus, den Trump jetzt verkündet hat und anschließend eines Gedankenspiels der Einführung der Todesstrafe für Drogendealer. So
So grässlich hausiert die Drogenabhängigkeit in diesem Gebiet. Ganze Familien sind davon betroffen, ganze Städte sind abhängig. Abhängig sind sie inzwischen nicht mehr von dem Hillbilly-Heroin, sondern vom richtigen Heroin. Denn 2010 wurde eingeführt, da hatte man es dann endlich kapiert, also 14 Jahre nach der Einführung, hatte man es endlich kapiert, dass das äußerst gefährlich ist. Und dann konnte man den Stoff nicht mehr rauslösen durch Zerstampfen. Also das Opium sozusagen nicht mehr rauslösen und konsumieren durch Zerstampfen dieser Pillen. Nun waren natürlich aber alle abhängig von Opiaten. Also was haben sie gemacht? Sie haben sich Heroin besorgt. Und deswegen ist die Gegend jetzt eben heroinabhängig. Nun gut. Und was ist jetzt nun mit diesen drei Brüdern? Die wurden sehr reich. Also der Umsatz dieser mit diesen Pillen betrug 35 Milliarden US-Dollar. Die wurden sehr berühmt, weil sie gaben das Geld mit vollen Händen für wohltätige Zwecke aus. Also der Mortimer Sackler, der stiftete die Sackler Library in Oxford, England. Er stiftete ein Pharmazieinstitut am King's College in London. Er wurde 1995 Honorary Knight Commander of the Order of the British Empire, also von Elisabeth II. Mit Orden behängt. Der Arthur, das Bild hatte ich euch gezeigt, der hat eine Galerie im Metropolitan Museum of Art gestiftet und eben auch eine Galerie in dem Smithsonian Naturkundemuseum. Der gute Raymond hat ein astrophysikalisches Labor in Leiden gestiftet, also in Europa, ein Labor in Cambridge und sogar der Asteroid Nummer 7690 wurde nach Raymond Sackler benannt. Und 1989 wurde er Ritter der Ehrenlegion in Frankreich und sogar noch 2013 Offizier der Ehrenlegion in Frankreich. Also, was ist hier passiert? Die gesamte Wissenschafts- und Kulturelite, die sonst immer höchste moralische Ansprüche an sich und andere stellt, steckte bis zum Anschlag im Hintern dieser drei Brüder. Und es steht zu vermuten, dass diese Geschichte über die Sackler-Brüder durch die Zeitungen letztlich auch erst aufgegriffen wurden, so richtig, nachdem der letzte der drei Brüder nun gestorben ist, dass sich auch sozusagen von den Medien niemand traute, diese großen Menschenfreunde dann tatsächlich zu durchleuchten, um mal zu gucken, was sie denn da so gemacht haben. Nun gut, die Geschichte ist vorbei, die drei Brüder sind tot. Die andere Geschichte, dass ganze Landstriche in Amerika nun heroinabhängig sind, die wird noch eine schöne Weile andauern. Nun, zum Abschließen nun zu der Frage, was würde man nun sagen, wenn, was würde Friedman dazu sagen, wenn er hören würde, dass Zuckerberg sagt, wir sind ein gutes Unternehmen. Er würde sagen, Quatsch, völliger Quatsch, es geht ums Geld verdienen. Und das ist aber auch gut so, dass es ums Geld verdienen geht. Er würde wahrscheinlich sogar sagen, oh, wenn jemand sowas sagt, dann besteht sogar der Verdacht, dass hier irgendwas vertuscht werden soll. Zum Beispiel könnte man sich überlegen, soll durch dieses Auftreten, wir sind ein gutes Unternehmen, vielleicht nicht Regulierung verhindert werden? Soll nicht dadurch vielleicht verhindert werden, dass gewinnbeschränkende Datenschutzvorschriften erlassen werden? Denn keiner kann ja was gegen die Menschheitsverbesserung haben. Und wenn ein Unternehmen die Menschheit verbessert, ist doch jede Regulierung, die dieses Unternehmen behindert, auch eine Behinderung der Menschheitsverbesserung. Also ein Schelm, der dabei Böses denkt. Und das mit der Spende, die Herr Zuckerberg so betont, die kann nun äußerst großzügig sein. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Aber auch da könnten dahinter stecken eher, dass eine Regulierung abgewendet werden soll durch wohltätige Zwecke oder aber, dass sich, wie soll ich sagen, das, was man getan hat, überdeckt werden soll. Das
war bei den Sackler-Brüdern wohl meines Erachtens der Fall. Denn eine so gespaltene Persönlichkeit, dass sie in Kauf nehmen, ihre eigenen Mitbürger in die Heroinabhängigkeit zu treiben oder zumindest da zugucken, wie das passiert und keine Gegenmaßnahmen angreifen. Und andererseits aber solche Menschenfreunde sind, dass sie das Bedürfnis verspüren, ihr Geld für wohltätige Zwecke auszugeben. So gespaltene Leute gibt es meines Erachtens nicht. Also die haben sich Reputation, also Ansehen erkauft und sozusagen die Kultur- und Wissenschaftselite hat da mitgemacht. Und heute stehen diese ganzen Museen, Galerien und wissenschaftlichen Einrichtungen stehen vor der blöden Frage, die heißen nun alle Sackler, nun ist klar, was da angerichtet wurde. Was macht man nun? Benennt man es um und behält das Geld? Schließt man die Dinger? Also treten sehr heikle moralische Fragen auf. Und moralische Fragen werden natürlich auch an den Neoliberalismus gestellt, der im Grunde genommen als gescheitert angesehen werden kann nach der Finanzkrise. Nur man darf auch hier wieder das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. So manche Ideen im Neoliberalismus darf man auch nicht völlig vergessen, denn die Monster drohen sozusagen von beiden Seiten. Der freie Markt ist ein Mechanismus, wie hat mal einer dann gesagt, für self-made Gentlemen und Sklavenhalter. Das ist sozusagen das eine Monster, das in der einen Ecke lauert. Und in der anderen Ecke lauert allerdings die totale Bürokratenherrschaft, die einem alles und jedes vorschreiben und sozusagen jede Initiative zum Erlöschen bringen. Kann auch nicht Sinn der Sache sein. Also man muss immer in beide Richtungen schauen. Und wenn ihr das heute aus der Sendung mitgenommen habt, dass man, wie gesagt, immer rechts und links guckt, auch bei seinen politischen Entscheidungen über die Wirtschaft, dann würde es mich sehr freuen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich sehe euch beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.